Hallo, Jasmin hier von Hase Production. Ja, mein Mann kam heute auf die Idee, wir bräuchten ja noch ein paar Deko-Sachen für Weihnachten und hat mich dann genötigt, dass wir zu Action fahren. Ja, auf dem Weg dahin hat er aber gemeint, wir müssten ja auch noch ins Krippengeschäft. Das ist wirklich bei uns ein Laden, da gibt es nichts weiter als Zubehör für Krippen. Da waren wir als erstes drin. Und da hat mein Mann erstmal so einen Kreativadapter gekauft für die Krippe. Also für die ganzen Lichter in der Krippe. Und ja, ich muss sagen, ich habe einen Mann, der ist genauso weihnachtsverrückt wie ich. Da hat er noch zwei kleine Sachen eingepackt. Nämlich einmal so ein kleines Mini-Rentier. Ganz putzig und so einen kleinen Mini-Schneemann und ich packe es gleich noch ins Papier ein, damit es nicht kaputt geht, was wir es dann brauchen und dann der Karton, wer weiß, was da wohl drin ist, ha, ich weiß es ja, ist gut verpackt, damit es nicht kaputt geht. Moment. Hat mein Mann gemeint, wir brauchen auch unbedingt noch eine Schneekugel mit Melodie. Ja, ich musste halt auch noch mit im Krippengeschäft. Hat auch nur 10 Euro gekostet. Ist aber aus Glas, nichts Plastik. Deswegen ist die auch so gut verpackt gewesen, damit gar nichts mit passiert. Und dann waren wir halt, wie gesagt, anschließend noch beim Action. Und ich weiß nicht, ob ich die Preise zusammenkriege, weil fast alles hat mein Mann ausgesucht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte aber irgendwo den Kassenzettel. Da ist er. Beim Action haben wir heute ausgegeben 57,73 €. So, was haben wir als erstes hier? Geschenkpapier. Das habe ich entdeckt. Der Kleine hat ja am 1. Februar Geburtstag und da brauche ich sowieso Geschenkpapier. Und da gab es einmal mit Cars für 59 € und einmal Spider-Man auch für 59 €. Das musste natürlich mitkommen, ist ganz klar. So. Wie gesagt, viele Sachen, die mein Mann ausgesucht hat. Dann hat er hier einmal, da sind jetzt die Männlein rausgeputzelt aus den zwei Fächern. So kleine Laternen und Tannenbäumchen. Und da verließen sie ihn schon, was die gekostet haben. $3,99. Da irgend sowas. 2,49. Dann zwei solche Päckchen mit verschiedenen Weihnachtsbäumchen drin, die das für irgendeine Winterlandschaft basteln. Aber erst nächstes Jahr. Für dieses Jahr habe ich gesagt, reichen uns unsere Winterlandschaften. Dann hat mein Mann einmal. Geht gar nicht. Nicht richtig angemacht. Auf, on. Ah, da fehlen die Batterien drin. Ja, es sind keine Batterien drin. So eine kleine Winterlandschaft mit so einem kleinen Weihnachtswichtel. Der dreht sich dann da auf so einem kleinen Teich. Ich suche jetzt die Preise einfach nicht raus. Außer die, die ich im Kopf weiß, die sage ich euch. Dann einmal noch diese kleine Winterlandschaft. Ist auch keine Batterie drin. Ist auch LED beleuchtet. So kleine Weihnachtssänger.
Die zwei Sachen werden heute zu Weihnachten jetzt auf jeden Fall noch aufgestellt. Dann habe ich einmal so ein Dreierpack Tuck mitgenommen. Die isst meine Männer gerne. 99 Cent. Mein Mann hat sich einen Twix mitgenommen für 1,99 das Dreierpack. Einmal diesen Soft Nougat, den gab es beim letzten Mal nicht. 1,19. Gab es beim letzten Mal nicht, deswegen durfte ich auch mit. Und was wir letztes Jahr komplett vergessen hatten, das ist dieses Futsche, wie man das auch immer ausspricht. Haben wir dreimal mitgenommen für je 99 Cent. Die hatten wir beim letzten Mal vergessen und das war ein Anliegen, das musst du auf jeden Fall noch mit. Dann hat mein Mann einmal so ein Bison Kit Transparentkleber mitgenommen. Wahrscheinlich wieder für seine Gürtelarbeiten oder sowas, die er macht. Vermute ich mal hauptsächlich, ja. Dann, was er natürlich auch mitgenommen hatte, war für 3,29 so ein großes Packerl Snickers. Habt ihr euch ja schon öfters erzählt. Er liebt seine Snickers, die müssen immer im Haus sein. Und da kriegen wir sie halt einfach am günstigsten. Dann hat er zweimal so Christmas-Karten-Packungen mitgenommen. Für je 1,84. Da sind die 10 Stück drin. Einfach zum Aufstellen oder eventuell noch zum Verschicken. Das sehen wir dann. Und dann habe ich für den Kleinen einen ganz niedlichen Pulli gefunden. Da steht zwar 98,04 drin. Er trägt ja schon größer. Aber der Pulli passt ihm auf jeden Fall. Und er hat dieses Jahr noch keinen Weihnachtspulli. Der vom letzten Jahr ist zu klein geworden. Fällt halt sehr groß aus, wie gesagt. Und ich sehe es ja an der Größe. Der passt ihm. Der passt ihm. Definitiv. Für 7,95. Ich habe mir auch noch einen neuen mitgenommen. Natürlich. Ich habe ja nur einen. Deswegen gibt es noch einen zweiten. Diesmal mit einem Schneemann und Glitzer für 8,95. Und mein Mann hat sogar schon zwei Weihnachtspullis, hat sich aber auch noch einen mitgenommen. Der war aber nicht ausgepackt, in grün, mit dem Rentier drauf, mit Rudolf drauf, auch für 8,95. Ja, das war's dann auch. Sind wir auf jeden Fall für Weihnachten mit Pullis eingedeckt, Deko eingedeckt und auch schon für den Geburtstag das Geschenkpapier. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Entschuldigung, jetzt kriege ich einen Schluck auf. Und natürlich auch über ein kostenloses Abo. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao!